Willkommen zurück zu Destiny mit Quentin. Destiny! Da sind wir wieder am Start in irgendeinem Tempel, wo wir irgendwelche Gegner töten müssen, die wir schon 100-mal gesehen haben. Vorsicht, da ist ein Gegner. Oh mein Gott! Ein Leibeigener. Der eine explodiert, der eine explodiert. Wow. Tja, das ist dein Problem. Ich hab dich gewarnt. Ich wollte es fühlen. Mir in mir explodiert. Du wolltest das ganze Spielerlebnis in dir fühlen. Wie ein Verhüter es eben tut. Okay. Schau sehr. Mit denen greifen sie auch die Erde an. Sollen wir es zerstören? Wenn wir es nicht schaffen, attackieren noch mehr davon unsere Heimat. Oder? Reparieren. Wir sollen es reparieren und übernehmen. Wäre eigentlich eine bessere Idee. Oh, hier drüben kommen Ritter. Wo, was? Ich sehe niemanden. Ich übernehme. Oh, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich bin gewundert. Ritter, Quenny. Jede Menge Ritter. Ja, töte sie. Ich bin dran. Da kommt ein verfluchter Leibeigener. Alle tot? Alles tot. Sehr gut. Gewohnt gut. Noch tiefer eindringen. Bis zum Kern. Wir sind erst bei der Spitze. Aber sind nach dem Kern? Ich weiß es nicht. So weit kam noch niemand. Wir sind die Ersten. Ihr siehst unsere Vorgänger. Es waren zahlreiche. Was wieder ist denn da Einstieg. Hinten? Beschränkt. Das Weltengrab, da waren wir doch auch schon drin. Ja. Der Mond ist eigentlich ein riesiger Ozean. Hier gab's mal Wasser. Zivilisationen. Intelligente Hexen. Level up. Wer schreit hier so? Okay, hier drüben kommen noch mehr Ritter. Upgrade. Au, die haben Schwerter. Ja, töte sie. Ich kann nicht. Au. Irgendwas hat mich gerade ordentlich erwischt. Ja, so ein Schwert. Ja, das sind solche Cheater. Ohne Schwert werden die doch nix. Boah, die Waffe ist richtig extrem gut, die hier. Welche ist die? Oh, ich hab meine Schwere. Richtig moon. Mieser Shit. Moon on the moon. Moon on the moon. I got the moon. Moon cookies. Wo springst du hin? In lass die richtige doch Richtung. Leiten. Ich muss sie schlitzen. Oh, der Tod ist so süß. Au. Au. Verdammt, kommen da viele. Oh nein, es nimmt kein Ende. Du musst das Gehirn wegblasen. Ich versaume hier die Hände. Ich snipper den Ritter. Und er ist tot. Ich messer den Knecht. Weil ich hab kein Schrot. Doch, er ist ohnehin gleich. Tot. Danke. Wie die hier unten. Das muss ja richtig knacken. Immer wenn ich sowas sehe, muss ich an Indiana Jones denken, wo er hier durch diese Spalte die geht. Mit den ganzen Tausendfüßlern und so. Kennst du die Szene? Ich kann mich nicht erinnern, ne. Wo er denkt, er läuft auf Popcorn. Ist das Popcorn? Dann sind es ganz viele Käfer und so ein Zeug. Kennst du echt nicht? Ich kann mich nicht erinnern an den. Ich hab das Mann, Indy ist doch 40, irgendwie 40 Dauerkult. Jahre nicht mehr gesehen. 3 Hexen. Ich bin und dann haben sie Kristallschädel gefunden von einem Alien und ich war raus. Das war der. Oh. So, das war der beschissene Teil. Der Nonsense-Teil. Ich bin beinahe tot. Übernimm du. Gut, Geist, übernimm du. Wie, du kannst keine Waffe bedienen. What? Boah, Hexen sind mies! Das sind keine normalen Durchschnittshexen, das sind Abgeschöpfte. Heißen die wirklich abgeschöpft? Ich will gar nicht wissen, warum. Aber ich hab einen Super!
Und der geht voll super daneben. Tot. So, irgendwas verteidigen. Hier oben, eine Konsole. Weißt du, wie man die bedient? Yep. Oh, da schreit. Da hinten geht das Tor auf. Ah, sind böse, Jungs. Deine ist blau. Ist blau vor Wut. Er ist tot. Noch mehr. Wow, 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 oh, was ist hier los, Quenny? Voll weg, Deckung. Ich muss regenerieren. Oh, bin schon wieder dabei. Alles ist gut. Da ist ein Ritter. Mehrere Ritterinos. In dem Raum hier ist ziemlich viel Dubstep. Das könnte das Ende sein. Aliens hören Dubstep, jetzt wissen wir es. Das ist ihre Kommunikation. Oh mein Gott, damit werden sie die Erde übernehmen. Ihr müsst alle aufhören, Dubstep zu hören. Oh oh. Ach, das andere Tor öffnet sich. Hallo? Aber so wirklich schlimme Gegner kommen gar nicht raus. Nur die Sklaven hier. Oh, da ist irgendwas Wertvolles. Ja, das greift sich wieder, oder? Ritter, na klar. Au! So, wie man mich kennt. Drei Ritterinos. Fucking shit, ich bin beinahe tot. Reiß dich mal ein bisschen zusammen hier. Bisschen nur. Alles in Ordnung. Mir geht's gut. Mir geht's absolut gut. Was machst du denn da noch für Scherze hier? Komm zu mir! Ich mag es, wenn das so wegfliegt. Das erinnert mich an Bulletstorm. Was denkst du, wo die landen? Ich meine, die werden ja aufgelöst. In eine andere Dimension. Es gibt kein Leben danach. Von daher... Ich habe keine Gedanken drum. Oh oh! Da kommt ein großer! Teltor, der Ungeborene! Wie kann er denn gegen uns kämpfen? Er wurde doch gar nicht geboren! Wow, 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 wow! Oh shit, ich bin tot! Renn, Quenny, renn! Benutzt. Oh, das klingt wie dein Wochenende. Ich bin beinahe tot. Der Ungeborene hat mich ganz schön eingeseift. Oh, der ist hinter mir. Weg. Lauf. Du musst rennen. Ich bin so schön, um zu sterben. Der ist tot. Oh, okay. Er wurde nie geboren, der Arme. Immer wieder kann er es versuchen. Okay, hier den Geist. Gut. Kann er sich mal wieder nützlich machen, endlich. Was ist das? Ich sehe mir das mal an. Und wir verteidigen. Des Reisenden. Aha. Der Reisende muss scheiße groß sein. Das ist ein Fingernagel. Sie haben es gegen den Reisenden selbst eingesetzt. Sein Licht verschlungen. Aber wir haben es befreit. Es ist weg. Zu Hause. Und unsere neue Freundin meinte, auf der Venus gibt es noch schlimmere Feinde. Oh. Gut. Level 12. Perfekt. Und ich würde sagen, ein Stadtbesuch. Und dann nächste Mission Venus, oder? Weiß nicht. Wieso in die Stadt? Hast du irgendwas Gutes dabei? Ich bin Level aufgestiegen, neue Klamotten. Ja gut, ich habe auch irgendwas dabei. Oder? Ich habe auch irgendwas hier bekommen. Level up, Moment, kann man ja auch hier machen. Da muss man ja nicht extra in die Stadt, ne? Also wir haben ja sonst kein Ding bekommen. Alles klar, mehr Attribute und hier drüben Schwarmgranate habe ich bereits. Was ist denn jetzt passiert? Wir sind durch, die Zeit ist durch. Ach. Ah, immer diese ganze Arbeit hier drin. Macht mich noch wahnsinnig. Mann, killst du wenig Gegner. Warum habe ich dich eigentlich dabei? Das ist total verbuggt, das ganze System hier. Absolut unnötig, der Mann. Total verbuggt. Nur Deko. Jetzt müsste ja eine Cutscene kommen oder sowas, weil Venus Baby. Level 10 bis 12 sind wir ja genau richtig. Ja. Alles klar, Moment, ich schau mal rein. Die Venus.
Und die nächste Mission. Rüstungsupgrade. 3000 Erfahrungspunkte. Der Ruf einer Fremden. Bist du bereit? Mhm. Moment, ich auch gleich. Nochmal hier upgraden. Nochmal reinschauen. Hier drüben die Handschuhe gehen wieder. Achso, ich muss nur X drücken. Was haben wir hier drüben? Hier muss ich was. Ah, da brauche ich mehr. Ah, guck mal hier. Hast du schon mal so Draht gefunden? Saphirdraht? Keine Ahnung. Das kannst du hier drüben für die Upgrades verwenden. Glimmer und Draht. Gut. Habe ich nicht genug. Oh, ich habe neue Schuhe. Unbekannte neue Schuhe und einen neuen Umhang. Jetzt sehe ich aber wunderschön aus. Wie eine Prinzessin. Ich habe keinen Umhang. Nur Jäger tragen Umhänge. Los geht's! Venus, Baby. Endlich mal wieder den Warp-Antrieb nutzen. Alle 100 Jahre verwenden wir den. War wichtig. Gut, dass wir den haben. Hat sich gelohnt. Unsere neue Freundin hat wohl ganz spezielle Methoden, wenn sie uns so erreicht. Die Nachricht, die sie uns gerade geschickt hat, kam aus den Dschungeln der Venus. Dschungel? Neue Gegner? Muss ja. Hoffentlich. Auf der Erde waren die gleichen Gegner wie auf dem Mond. Ja, aber Mond und Erde ist ja so nah beieinander, die sind einfach nur hochgesprungen. Oder runtergesprungen, je nachdem. Diese Kolonie wurde vom Ishtar-Kollektiv errichtet. Die Ruinen, die es erforscht hat, waren älter als die Menschheit selbst. Wir dachten, dieses Wissen wäre mit dem Untergang verloren gegangen. Oh. Nichts. Mir gefällt es nicht, hier geschleift zu werden, ohne die Umgebung zu kennen. Früher gab es hier einen Hüter-Außenposten. Mal sehen, was es dazu gibt. Ist wieder Mond, nur in anderen Farben. Ja, irgendwie der Mond in ein bisschen grün. Der Mond mit Eiern und Moos. Und Regen. Alles klar, ich würde sagen, wir... Ach, können wir gar nicht, oder wie? Oh. Kannst du deinen Spatz holen? Anscheinend nicht. Wir müssen erst irgendwas freispielen. Ja, ich glaube, wir müssen irgendeine Station wieder freispielen. Hey, da drüben unsere Freunde. Holen die uns ab? Oh, das ist ja eine richtige Stadt. Alles klar, die Venus war wohl mal besiedelt. Ja, mit Autos? Mit alten Autos? Auf der Venus? Hier drüben ist ein alter Golf. Auf der Venus. Habe ich nicht mit gerechnet. Also die Autos sind jetzt echt überraschend, muss ich sagen. Ich meine, das sind Autos, die wir heute fahren. Ja. Guck mal, hier ist ein alter Bus. Ein alter Kombi. Ich verstehe nicht. Haben wir irgendwo in der Story nicht aufgepasst? Ich weiß es nicht. Irgendwas haben wir hier verdödelt. Haben wir mit einer Space Shuttle damals jedes Auto hochgeschaffen? Oder, Moment, ich habe eine Theorie. Du weißt doch, alte Autos, die niemand will, kommen wohin? Nach Afrika. Irgendwann war Afrika voll. Die Venus. Haben wir Autos hochgeballert. Und als wir dann so weit entwickelt waren, dass wir selber auf die Venus konnten, haben wir gedacht, naja, jetzt stehen hier ein Haufen Autos rum, können wir auch verwenden. Achso, das waren die Sparmaßnahmen dann. Ja, okay, das waren dann die Sparmaßnahmen. Aber guck mal hier, die Level 10er halten direkt wieder ordentlich aus. Naja. Ja, die haben wieder was auf dem Kasten. Im Vergleich halt. Zum Mondgesendet. Ja, genau, das meine ich. Aber keine Panik. Wir sind verbunden. Sparrow verfügbar. Ah. Hier steht eine Menge über Kriegsmaschinen namens Vex. Unzerstörbar, gnadenlos und überragend intelligent. Ist tot. Und sie können sich teleportieren. Na, großartig. Früher hatten die Hüter Sensoren, um sie aufzuspüren. Bringen wir sie wieder online. Das Ding ist so gut wie tot. Wir müssen was aktivieren und nicht zerstören. Und wo ist da der Unterschied?
Was haben wir hier drüben? Oh, guck mal hier. Was ist hier? Eine Geistblüte. Hier, Geistblüte mitgenommen. Ein Geist. Ja, super. Hier drüben, als Blüte. Willst du keine haben? Nee, interessiert mich nicht. Das ist super wichtig. Ja, aber wenn ich uns dann alle mit meiner Blüte rette, dann bist du neidisch. Bam! Messer ins Gesicht. Wenn der Zeitpunkt kommt, wo du diese Blüte einsetzen wirst und sie wird uns hilfreich sein, dann die wird uns alle retten. Irgendwann ist der Geist defekt und braucht Sprit. Und ich habe eine Blüte dabei. Ist noch völlig falsch hier. Was ist ja, aber los? Irgendwie, ich wollte halt mal, guck mal hier drüben. Eine Venus. Amor. Dran reiben bringt Glück. Nicht lass mal nur hier hingehen. Ja, hier oder müssen wir. Ja, es sieht irgendwie gut aus. Zum Auge quasi. Okay. Neue Gegner. Vandale. Das Auge brennt. Upsi. Und wurde zerstört. Tja, schneller Junge. Schade, dass er nicht so eine Doppelohrfeige bekommen hat. Ping-Pong. Diese Sensoren decken mehrere Kilometer ab. Ich sollte die Maschinen. Hey, epische Story, ja? Los, zu diesen Koordinaten. Finden wir heraus, was sie uns zeigen möchte. Die haben wir doch schon gesehen, die Frau. So lange hier abgeschaltet. Oder? Das war doch die, die uns dauernd beobachtet hat. Ja, die Frau, mit der wir reden. Hallo, hörst du zu? Ach so, ja, epische natürlich. Epische Story. Ja. Alles klar, holen wir unsere super coolen Spatzen. Woo! Bam! Da kommt die ran. Uns aber in Ruhe lassen, oder? Achso, wir müssen hier hoch. Wir müssen hier hin. Hallo! Ein Headshot mit meinem Messer. Da sagen die Menschen, ich habe keinen Skill. Ich bin beinahe tot. Ist das der hier? Der kleine Racker? Ups. Total daneben. Ist da jetzt noch jemand? Yep. Erledigt. Hör mal auf, immer mit denen herumzuspielen. Dann lass mal reingehen hier. Ab in die Gölle. Natürlich, irgendwo unten rein, war ja klar. Sind wir jemals nach oben gegangen? Wir gehen immer dahin, wo niemand hin will. In irgendwelche Gullis. Registriere Wichse. Wir sind umzingelt. Ich habe ihm gerade gelesen, registriere Wichse. Das wundert mich nicht. Hier ist du denkst halt immer daran. Was anscheinend. Ist das? Was ist das? Ich mir näher ansehen. Das ist eine... Ein Turm, eine Brücke aus Assassin's Creed. Wo man aber noch nicht entdeckt hat. Der Animus, willkommen. So, dann verteidigen wir wieder mal, ne? Faszinierend. Ein Konflux nicht-baryonischer Ströme, die... Wohin führen? Nein, nein, nein. Es sind die Vex in Deckung. Oh. Alles klar. Wer hat damit gerechnet? Niemand? Wirklich? Neue Gegner. Yes. Leiste den Vex Widerstand. Ich habe keinen einzigen erkennen können, du. Aber sie sehen aus wie... Es sind Androiden oder sowas. Ja, ja. Elektronik auf jeden Fall. Ein hopp, Goblin. Hopp. Und ein... Anderer Goblin. Boah, die machen Damage. Mein, irgendwas ist mit meinem Controller los. Was ist da? Benny, halte durch. Was der hat keinen Kopf und kann weiterkämpfen. Der hat Verzögerung, wenn ich ihn bewege. Was ist das? Keine ist das Ahnung. Absicht? Ich weiß es nicht. Spiel? Vielleicht hat nicht der Controller Verzögerung, sondern ein Programm.
Würde mehr Sinn ergeben. Nee. Jetzt hauen wir die weg und dann schauen wir mal. Erhöhte Nikolaus. Minotaurus. Der hat ein Schild. Das sind eigentlich auch nur wieder die Ritter, bloß in Robo-Variante. Gehört das dazu? Oh, ab vor mir. Geklappt. Hier liegt schon jede Menge Roboteile rum, so. Boah, das nimmt ja gar kein Ende. Von oben. Er hat ein Schild. Bringt ihm gar nichts. Jo, erledigt. Wie ein Hühnchen ohne Kopf. Ich wette, jetzt kommt irgendwas Großes. Nee, doch nicht. Oder Goblins. Meilenweit entfernt von groß. Links oben sind auch ein paar Typen. Diese steckt das Kabel nicht drin. Erschwerte Bedingungen. Noch schwerer. Das geht doch gar nicht. Irgendwie verrückt. Die Jungs hier sind eine hochentwickelte Rasse und ich besiege sie mit einem Messer. Stone Age Tactics. Wow, wer schießt mich hier an? Was soll denn das? Damit kann ich niemand rechnen, dass mir hier angeschossen wird. Es nimmt kein Ende. Wow. Wow, oh. Quenny, Vorsicht. Oh shit, oh shit. Wir haben eine Rüstung, Quenny. Das macht mir gar nichts. Einer ist tot. Ich denke, alles, wir haben es überlebt. Die Musik wird leiser, ja. Was sind das für Dinger? Und was kam da aus ihnen raus? Sind noch welche intakt? What? Was? Was? Gut gekämpft. Du bist hier. Wir haben nicht viel Zeit. Das ist eine Maschine. Mit Brüsten. Wie bist du? Ist mir Wurst. Warum beobachtest du uns? Ich habe keine Zeit zu erklären, warum ich nichts erklären kann. Ah. Jawohl, jawohl. Ich weiß. Jawohl, was? Du warst nicht gemein, kleines Licht. Eigentlich bin ich ein Geist. Viele Hüter sind gefallen. Starke Hüter. Doch du hast es hierher geschafft. Ja, ich höre. Sie sind hier. Bei mir. Mit wem spricht sie da? Verstanden. Du brauchst meine Hilfe, Hüter. Hast uns deswegen hergeführt? Sie führten uns her. Die Vex. So böse, dass sie selbst das Böse hassen. Du bist kein Hüter. Nein. Ich wurde nicht im Licht geschmiedet. Aber wo unsere Wege sich kreuzen, da könnte es krachen. Sagt dir der Schwarze Garten was? Wir kennen die Legenden. Unsere größte Bedrohung liegt da, wo diese Maschinen geboren werden. Finde den Schwarzen Garten und reiße sein Herz heraus. Nur dann kann der Reisende genesen. Kannst du uns dabei helfen? Mein Weg ist ein anderer. Nein. Wenn wir den Schwarzen Garten finden wollen, brauchen wir die Erwachten. Ah ja, die Erwachten. Weit draußen zwischen Licht und Dunkel.
Man sollte sich für eine Seite entscheiden, kleines Licht. Selbst wenn es die falsche ist. Zu spät, ich komme. Wie viele? Position halten, Triebwerk aus und lasst euch nicht finden. Also, wie finden wir die Erwachten? Sie leben draußen am Rande der Dunkelheit. Der letzte Ort, den das Licht erreicht. Können wir nicht hier bei den Killerrobotern bleiben? Nein, kleines Licht. Bitte lass das.